Willkommen zurück. Eine weitere Folge Fallout 76. Heute werden wir ein bisschen weiter basteln an unserer Hütte hier. Ich habe einiges vor. Ich möchte auf jeden Fall das Thema mit den Wänden heute mal geregelt kriegen. Da habe ich mir ein paar Videos dazu angeguckt und werde mal gucken, ob ich das hinkriege. Es ist definitiv möglich. So ist es nicht. Da werden wir heute mal gucken. Bevor ich aber loslege, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was weiterschaffen hier in der Folge. Die Folge ist ja lang. Da werden wir bestimmt ein bisschen was geschissen kriegen. Aber bevor ich loslege, würde ich mich ganz gerne bei euch bedanken, dass ihr so aktiv seid. Die Klicks sind auf jeden Fall sehr hoch. Also das Video kommt hoch und da schnallen die Views gleich in die Höhe. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Vielen Dank. Ihr könnt gerne auch ein kostenloses Abo dalassen, weil ich habe gemerkt, dass die meisten Views sind leider von Zuschauern, die noch den Kanal nicht abonniert haben. Das könnt ihr gerne kostenlos tun, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr dann immer auf dem Laufenden bleibt, wenn hier ein Video am Start ist. Ja, und ihr habt sicherlich in der letzten Folge mitgekriegt, wir werden auch mit Zuschauern zusammenspielen. Und wir haben in der letzten Folge hier schon der nächste unterwegs. Wir haben auch in der letzten Folge hat mir der Marvo 67 seine Rüstung, nicht seine Rüstung, er hat mir eine Rüstung klar gemacht. Wunderschönes Stück, gefällt mir auf jeden Fall sehr. Vielen Dank. Kuss auf die Nuss. Dann haben wir noch was Schönes bekommen. Der hat uns hier ein paar Wasserspender. Und da können wir jetzt ohne um was zu machen, wir müssen nichts tun, einfach hingehen und uns das Wasser hier catchen. Ja, sind zwar ganz schön viele. Vielen Dank dafür. Wir werden ein paar werden wir reinstellen. Ich weiß nicht, ob da jetzt andere Spieler sich dran bedienen können. Würde ich nämlich ganz gerne in den Shop noch unterbringen, dass da auch die anderen Spieler ein bisschen was davon trinken können. Den Rest werde ich erstmal einpacken. Mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall hat er uns noch hier so einen Generator klar gemacht. Da werden wir auch mal gucken. Oh, der hat schon ein bisschen Schaden genommen. Da müssen wir mal gucken, dass wir auch bald mal ein paar Geschütze hier hinstellen. Solange, bis wir da noch nichts machen, würde ich ganz gerne den Generator erstmal wegpacken, dass der mir nicht kaputt geht. Muss auch gleich mal gucken, ob eventuell da jemand schon die Wasserspender da beschädigt hat. Ich guck mal ganz kurz. Ah. Mal raus hier. Aber sieht nicht danach aus. Oder kann man die überhaupt beschädigen? Ich weiß es nicht. Wir werden mal vorsichtshalber, werden wir die erstmal reinmachen, damit da auch nichts passieren kann. So, dann gucken wir mal. Und dann werden wir da heute mal ein bisschen was zaubern. Ich möchte ganz gerne die Brouhaha Bar heute mal gucken, dass wir die irgendwie schon mal bewegen. Genau. Dass wir die schon mal reinsetzen, gucken, wie das alles wirkt. Und ja, die habe ich mir nämlich gestern noch kurz vorm Dicken gekauft, bevor das Angebot abgelaufen ist. Und weil die möchte ich unbedingt hier in meiner Bude drinne haben, damit wir da auch mal mit ein paar Zuschauern oder auch die, die vorbeikommen, mal ein bisschen Bierchen trinken können oder eine Nuka-Cola. Habe ich mega Bock drauf, die gefällt mir sehr, deswegen habe ich mir die zugelegt. Wir werden auch noch einige andere Sachen aus dem Shop kaufen und man mag es kaum glauben, der Shop funktioniert heute bei mir. Also da ist heute auf jeden Fall noch Luft nach oben. Bin auf jeden Fall gespannt, was wir heute noch schaffen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Thema mit den Wänden werden wir als allererstes gleich mal angehen. Ich möchte nur die Wasserspender hier kurz mal saven. Und ja, würde ich sagen, schauen wir weiter. Thema Holz und Kronkorken ist natürlich wieder eine ganz knappe Geschichte. Wir können uns natürlich dann mal eine Großmenge noch beim Händler kaufen. Aber dann hat sich das auch mit meinen Kronkorken erledigt. Also wir müssen auf jeden Fall die Tage dann mal gucken, dass wir irgendwie Kronkorken rankriegen. Und da habe ich bis jetzt immer noch keine gute Idee, wo ich da am besten und am schnellsten welche herkriege. Muss ich mal gucken, ob es irgendwelche Farmrouten oder sowas gibt. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr die Möglichkeit seht, da schnell an Kronkorken ranzukommen. Würde ich auf jeden Fall sehr fühlen. So, als allererstes, wie gesagt, machen wir kurz mal hier die Butze zu. Ach, scheiß drauf, wir kommen ja sowieso öfters rein. So, das Thema mit den Wänden. Ich möchte nämlich, dass, also hier die Bar hier, das ist auf jeden Fall schon safe, die können wir tapezieren. Aber wir müssen hier die Wand noch andersrum machen. Und lass mich mal Linsen und die beiden hier. So, und jetzt ist das Spielchen nämlich so. Ich habe nämlich gesehen, man muss. Lass mich mal kurz gucken. Wir ersetzen das. Und ich möchte jetzt einen Türrahmen. Und jetzt müsste ich rein theoretisch, wenn ich jetzt noch so eine Wand hier hinhaue, müsste der mir die dann hinhauen. Und dann nehme ich einfach den Türrahmen weg. So ist der Plan.
Die Ausführung wird natürlich wieder eine andere sein. Aber von der anderen Seite müssten wir, glaube ich, machen, wa? So, pass mal auf. So ist das jetzt, das Spielchen. Zack, gesetzt das Ding. Und jetzt rein theoretisch müsste ich die Wand mit dem Türrahmen einfach ersetzen zu einer ganz normalen Wand. Ne, ich habe die falsche genommen, scheiße. Ah, jetzt muss ich mal gucken, dass er mir auch die richtige nimmt. Ich guck mal kurz die hier. Seht ihr? Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, hier beide Seiten zu tapezieren. Wunderschön, das machen wir schnell mit den anderen. Ja gut, schnell ist, wird jetzt nicht schnell sein, aber ich denke mal, irgendwann mal habe ich den Dreh jetzt hier auch raus. So, warte mal ganz kurz. So, wir gehen wieder von der anderen Seite. Wir können natürlich auch durch den Türrahmen gehen. Dazu ist er ja da. So, jetzt haben wir das Ding hier. Zack, die nochmal weg. Jetzt tun wir den hier ersetzen. So eine normale Wand bitte. Zack. So. Ach, hat er schon. Sehr schön. Cool. Also die beiden Räume haben wir jetzt safe. Die können wir jetzt ganz normal tapezieren. Jetzt fehlt uns nur noch diese Wand hier. Die müssen wir jetzt noch klar machen. Da machen wir wieder den Ersetzer zum Türrahmen. Geile Nummer. Kannst du eigentlich jetzt einen Guide draus machen? Ganz locker. Aber davon gibt es auch schon einige, deswegen muss ich da jetzt nicht auch noch einen machen. Wenn ihr das natürlich wollt, dass jetzt nochmal separat einer kommt, mache ich das natürlich gerne. Ist eine schnelle Geschichte. Ich bin mal am Überlegen. Ich guck mal. Aber jetzt auf jeden Fall möchte ich erstmal hier vorankommen. Mit der Butze hier. So, Wand hier. Zack. Knallen wir dann hier auch noch schnell. Genau. So. Und jetzt müssten wir rein theoretisch. Oh, was ist jetzt hier los? Ersetzen zu einer normalen. Die ersetzen zu einer normalen. So, haben wir. Sehr schön. Können wir jetzt alle Wände hier tapezieren. Dann gehen wir ganz kurz mal oben gucken. Ich habe gar nicht mal geguckt, was, wie es mit dem Holz jetzt gerade aussieht. Wie viel wir da noch haben, wie viel wir machen können. Weil uns fehlen ja hier oben noch ein paar Wände. Ich habe mir auch ein bisschen was überlegt hier zu der Butze hier. Ich mache mal hier kurz nochmal schnell die Tür zu. Ich weiß nicht, ob das Schlafzimmer eventuell ein bisschen zu groß ist jetzt hier. So viel brauchen wir doch gar nicht, oder? Obwohl wir können ja hier schön machen mit Leseecke und sowas. Ich denke mal, ich lasse das erstmal. Hier Badezimmer, das denke ich mal, das passt. Mit Dusche in der Ecke und sowas. Da werden wir mal gucken, ob das hier hinpasst. Wenn nicht, muss ich da ein Fenster wegnehmen. Müssen wir mal gucken. So, auf jeden Fall möchte ich ganz gerne jetzt hier noch einen Türrahmen hinzimmern. Holz haben wir 160, das passt doch alles. Kriegen wir alles noch hin. So, setz mal hin. Sehr schön. Challenge abgeschlossen. So, hier haben wir nämlich auch wieder das Problem. Hier müssen wir auch wieder Wände in drinne setzen, wenn wir tapezieren wollen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das auch von außen tapezieren können. Ich bin mir da nicht sicher. Müssen wir auch mal gucken. Lassen wir aber auf jeden Fall erstmal. So, und dann habe ich mir gedacht, dass wir kommen ja jetzt hier nach oben, hier so, der Wohnbereich und so, alles schön. Und dann ist hier der Wohnbereich. Ja, mit Couch, mit Fernseher, pipapo. Und hier eine offene Küche habe ich mir überlegt. Was haltet ihr denn davon, dass wir das jetzt tatsächlich so lassen? Hier würde ich jetzt noch tatsächlich dann hier so einen Flurstyle machen. Zack. Und dann haben wir hier ein Wohnzimmer mit einer offenen Küche. Ist eigentlich eine geile Idee, oder? Könnte man rein theoretisch so lassen. Die Decken, die lasse ich jetzt auch erstmal. Die können ja noch warten. Müssen wir jetzt nicht unbedingt jetzt machen. So, dass wir erstmal eine grobe Raumaufteilung haben. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden bis jetzt. Wir können natürlich auch hier noch ein bisschen die Wand versetzen. Aber dann ist das Schlafzimmer ganz schön klein. Das ist auch Kacke. Sonst hätte ich gesagt, können wir hier noch so ein, weiß ich nicht, so einen Arbeitsplatz oder sowas hier im Flur machen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall die grobe Raumaufteilung steht. Offene Küche, habe ich mega Bock drauf. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal raus. Und dann schauen wir uns das Thema jetzt nochmal hier draußen an. Und zwar hatte ich mir hier überlegt gehabt, den Shop, wo andere Spieler dann halt was einkaufen können und mir was abkaufen können. Dann hier die Bar, wo wir dann gemütlich zusammen was trinken können.
Und hier kommt dann meine Werkstatt rein. Da werden wir jetzt auch demnächst mal, was heißt denn demnächst? Wir hauen jetzt einfach mal eine, obwohl, warte mal kurz, ich will noch mal schnell eine Kiste bei mir zu Hause reinstellen. Falls der Marvo wieder die Spendierhosen anhat, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen was haben, wo er was reinmachen kann. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Zum Bauen wechseln. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir brauchen. Ja, unter was finde ich das jetzt? Lagerkisten, guck mal hier. Genau. Hier die ganz normale Voltec möchte ich haben. Genau, die mache ich jetzt erstmal hier hin, ganz grob. Die können wir ja dann nochmal wegbewegen. Aber dass sie auf jeden Fall erstmal da steht, können wir da schön erstmal was reinmachen. Gut, Thema erledigt. Jetzt wird es natürlich wieder dunkel. Das passt natürlich wieder sehr gut. So, Leute, jetzt lass uns mal gucken. Die Bar. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt hier mit dem Fußboden? Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ich würde mal, ich gucke mir mal kurz. Oh, jetzt gibt es wieder ein. Muss mal kurz gucken, nicht, dass das hier einschlägt, das Ding. Nee, aber wir haben Glück. Wo schlägt denn die Karre ein? Ach, hier hinten. Ja, hier wird andauernd, werden hier die Atombomben gezündet. Also, das ist. Da brauchst du eigentlich gar keine Angst haben. Ich hatte es noch nie gehabt, dass es Achtung, hier irgendwo in der Bürger. Nähe Ein runterkommt. Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Ja, gerne. So, ich würde sagen, wir gucken uns ganz kurz mal im Atomshop nochmal die Böden an, weil da ist nämlich eine Fliesenvariante, die ich ganz geil finde. Und die möchte ich mir ganz gerne nochmal angucken, bevor ich jetzt hier die Bar setze. Dann können wir auch mal gucken, wegen Tapete mäßig. Ich weiß nicht, ob Steinwand oder ob normale Tapete. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Und zwar ging es mir nämlich um diese Fliesen hier. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, wie es mit der Bar aussieht. Ich würde sagen, dass wir die erstmal einmal platzieren, uns das so angucken auf dem Parkett, was wir jetzt haben, und dann gegebenenfalls dann noch die Fliesen holen. Das sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus, aber ich weiß nicht, wie das mit der Bar aussieht. Ich glaube dann eher das hier. Ja, und dann gucken wir auch nochmal hier wegen Tapeten. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir eine Steinwand machen. Denke mal, das wird's werden. Ja, Dusche müssen wir auch mal gucken. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Die werden wir wahrscheinlich heute nicht schaffen. Wir werden heute mal die Bar erstmal machen. Deswegen gucke ich mal ganz kurz. Oh, wir müssen wieder einschalten. Ja, das ist ärgerlich jetzt hier mit dem, dass es wieder dunkel wird. Immer wenn ich baue, ist dunkel. So, ich gucke mal, dass ich vorher mal ein bisschen Licht anmache. Hallo? So. Da hattet ihr auch gesagt, ihr habt, dass ich in den Einstellungen die Farbe ändern kann von dem Licht. Ich guck mal ganz kurz. Pip-Boy-Farbe. Ja, ist alles auf dieses Türkis hier halt, ne? Wenn ich das jetzt hier so gelb mache. Weiß ist eigentlich ganz geil. Ich lasse das mal kurz so weiß. Mal kurz raus, wir gucken mal. Ja, sehr schön. Das gefällt mir schon besser. So, dann lass uns mal gucken. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Licht. Nicht dieses Grüne da, jetzt haben wir schönes Licht. Ja, da sieht man wenigstens was. So, wir gucken mal. Wo haben wir die Bar? Die müsste eigentlich bei Neue sein. Zack, 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 zack. Bei Neue, hier ist sie. Oh, guckt es euch an. Wunderschön. Ich möchte einfach nur mal kurz grob hinstellen und wir gucken dann später. Wie machen wir das am besten? Machen wir jetzt hier so eine Lücke, wo man halt hinter kann? Ich muss das mal kurz einschätzen. Oder machen wir so eine Ecke draus? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich mache mal erstmal so ein Bartresen hier. Wir fangen mal hier an. Es kommen ja auch noch Regale. Ich hau die mal jetzt hier hin. Na, komm. So, am besten noch mal daneben.
Ja, das ist scheiße. Ich wollte die eigentlich verbinden miteinander. Dass sie richtig schön. Oh, da ist sie gerade eingeschlagen, die Atombombe. Ich guck mal, ob das so geht. So, und dann müssen wir mal gucken, ob wir auch dazwischen kommen. Ja, funktioniert. Dann haben wir hier den Bartresen. Dann kommen hier noch Regale und sowas hin. Dann, wo die ganzen Flaschen drinne stehen. Denke ich mal, das wird ganz geil. Ist ja jetzt erstmal nur eine grobe Richtung. Wir nehmen das eh gleich nochmal weg, weil wir wegen dem Boden gucken. So, dann haben wir. Was haben wir hier in. Oh, guck mal, hier ein Spiegel. Ja, müssen wir mal gucken. Also hier hinten möchte ich eigentlich ganz gerne Regale haben. Muss jetzt nicht unbedingt hier sein. Gucken wir mal noch später. So, dann haben wir hier die ganzen Stühle. Aber wo war denn der Barhocker? Hier ist er. Mal machen wir mal hier einen hin. Zack, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir stehen auch. Ja, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Obwohl, ich kann ja noch drehen. Ja, was mache ich mir? Ey, ich bin ja auch ein Volldulli. So. Nur mal grob jetzt hier hingestellt. Noch zwei, dass hier auch genügend Gäste sitzen können. Das wird hier voll sein, die Bude, sage ich euch. Da werden wir schön was machen, eine schöne Feier machen hier. So, und den können wir jetzt noch mal hier bewegen. Zack, den noch mal richtig rumdrehen. Ich mache die später noch gerade, keine Sorge. So, hier haben wir den Bartresen mit den Barhockern. So, dann brauchen wir natürlich noch den Tisch. Hier so ein Pokertisch oder sowas. Oder so ein Esstisch. Ah, das ist jetzt schwierig. Also viel Platz ist jetzt hier nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hau erstmal den Stuhl hin. Ach, hier sind so eine. Na gut. Wir haben jetzt so eine Hocker hier. Na gut, für die Bedienung hier eventuell noch ein Hocker. Dass die sich auch mal hinsetzen kann. Mal gucken. Das ist ja jetzt erstmal grob. So, die Stühle hier für den Tisch. Da gucken wir mal ganz kurz, dass wir den hier irgendwie hinkriegen, dass sich das alles nicht so beißt. So, hier einen hin, dann den Tisch mal gucken. Ah, der ist riesig. Der ist riesig. Da kannst du eigentlich so einen riesen Kreis draus machen. Mit Stühlen. Ich guck mal kurz, wie das aussieht. Oh, mir fehlt Leder. Okay, können wir erstmal nicht machen. Dann werde ich den erstmal. Wir gucken nur mal kurz, wie das aussieht, wenn der daneben steht. Der sieht dann schon klein aus. Ja, der ist, glaube ich, ein bisschen klein. Ich weiß nicht. Ich bin mir gerade da nicht sicher. Aber so im Großen und Ganzen erstmal ist in Ordnung. So, den können wir jetzt noch mal schnell einlagern. Den Stuhl hoch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Wände, Tapeten. Da hatte ich hier noch eine Steinwand am Start. Oh, jetzt hat er mir die auch noch schon gesetzt. Scheiße. Ich wollte mir die erstmal angucken. Das ist ja jetzt Käse. Ich wollte mal gucken, was wir hier Schönes haben, weil hier. Ah, ne, die habe ich noch nicht. Tja. Okay, die kosten mich auch nichts. Das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Gucken wir mal kurz, wie das hier aussieht. Das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Ich guck mal jetzt kurz die anderen nochmal. Nee, das sieht kacke aus. Nee, das ist mir zu dunkel. Dann denke ich mal, wird es erst eher die hier werden. Hier noch. Und hier noch. Ja, das hat was. Jetzt gucken wir mal kurz nur mal ein Beispiel. Nee, das ist zu krass. Das ist auf jeden Fall zu krass. Die haben wir auch noch nicht. Die müssten wir uns auch kaufen. Die haben wir auch nicht.
Oder lassen wir Stein? Vielleicht nehmen wir hier mal so einen Stein jetzt. Nee. Also wenn dann. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache erstmal alles so. Ja, das passt schon. Können wir die Decke eigentlich so machen? Das wäre natürlich jetzt auch ein Highlight. Oh. Oh. Nicht bewegen. Um Gottes Willen, was machst du? Nee, okay, kannst du nicht machen. Gut. Tapete haben wir schon mal. Jetzt ist der Boden natürlich die Frage, ne? Da müssen wir jetzt mal kurz gucken. Nehme ich jetzt die Fliesen oder nicht? Wir können sie uns ja mal angucken. Komm, ich kaufe sie. So, lass mich mal kurz noch mal in den Atomshop. Da kommen wir auch heute ohne Probleme rein. So, wenn er dann mal lädt. Pakete, ich guck mal kurz hier. Sina hat 50, da können wir eigentlich nichts falsch machen. Da kriegen wir schöne Mosaikfliesen. Ja, komm, nehmen wir mit, oder? 750. Why not? Nehmen wir mit. So. Gucken wir mal ganz kurz, dass wir die mal austauschen. Das muss ich natürlich wieder aktivieren. Schade, dass du hier im Baumodus nicht rennen kannst. Ja, doch, das sieht schon nach was aus, wenn wir hier Deko und Lichter und sowas haben, das passt schon. So, jetzt müssen wir kurz mal gucken. Lagern, verwerten, ersetzen. Wir wollen ersetzen. Und zwar, ich glaube, das sieht besser aus. Guck mal, wir müssen die noch nicht mal wegnehmen. Ja, komm, das fetzt schon. Ich glaube, das kann gut aussehen. Ja, das wird der Boden sein. Das ist er nämlich. Ah, jetzt wäre natürlich geil, wenn wir hier irgendwie eine Tapete haben, die ein bisschen die Steine halt auch so in der Farbe. Wisst ihr? Ich guck mal kurz die hier nochmal. Ah, ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Ich guck mal kurz hier hinten, dass das so ist. Nee, ich denke mal, es würden erstmal die hier bleiben. Ja, lassen wir erstmal so. Tja, jetzt bin ich am Überlegen, wie wir das halt machen, weil wir wollen ja natürlich auch noch ein paar Tische hinstellen. Ob wir halt hier nur so eine Eckbar machen. Aber eigentlich hier so die Front wäre schon ganz geil, wenn wir jetzt hier die ganzen Regale und sowas haben. Das ist natürlich schon ein Highlight. Ha, schwierig. Ist wirklich schwierig. Das ist ja hier nur, dass man hier in den Eingang nicht reinkommt. Was ist denn, wenn wir die Bar hier an die Wand machen? Das könnte natürlich auch funktionieren. Tu die nochmal schnell lagern. Gucken wir uns kurz mal an. Ja, ich bin mega froh, dass ich die Bar genommen habe. Ich finde die mega. Da kann man mega was draus machen. So, was ist denn, wenn wir die jetzt hier hinsetzen? Das glaube ich zu viel Platz war. Ja, wenn wir dann hier noch irgendwie so was hinmachen, dass das halt zu ist. Ich weiß nicht, ich bin mir auch nicht sicher. Gibt es eigentlich halbe Wände, dass wir hier halbe Wände noch hinmachen können? Das müssten wir auch mal gucken. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Ja, das ist schwierig hier. Das ist Fummelarbeit. Gerade mit dem Controller. Ah, jetzt will er nicht. Schwierig. Aber ich glaube, ich hab's jetzt. Ja, das passt. Die andere nehmen wir noch mal kurz. Ja,
Aber wir können die enger zusammen machen. Das geht sogar noch ein bisschen. Ja, das geht enger. Mann, der Hals heute schon wieder ist eine absolute Katastrophe, wa? So. Jetzt können wir die auch noch ein bisschen ransetzen. Ah, scheiße, warte mal. Ich muss das von hier sehen. Ja, schön wäre natürlich, wenn hier noch irgendwie zu ist. So eine halbe Wand wäre natürlich ganz geil. Ich guck mal ganz kurz, Wände. So eine halbe Wand wäre jetzt, wa? Was ist das eigentlich hier? Das wäre es jetzt, wenn das hier ranpassen würde. Ich glaube, das würde sogar ganz gut aussehen. Aber das lässt er mich nicht machen. Aus irgendwelchen Gründen. Der lässt mich sowieso nicht. Ach so, weil das hier noch ist. Da muss ich kurz mal die mal kurz einlagern nochmal. Lässt er mich jetzt hier die halbe Wand machen? Nee, die lässt er mich trotzdem nicht machen. Und eine normale vielleicht. Die lässt er mich zum Beispiel machen. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Obwohl, wir können es eigentlich so machen. Ja, eigentlich passt das schon, wenn wir das so machen. Dann können wir hier noch so eine Stahlriemen machen. Oder wir machen sie gleich komplett mit einem Türrahmen. Und dann machen wir halt draußen hier von wegen hier so Werbung mit Bar oder so. Das können wir natürlich auch machen. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Möglichkeiten. Guck mal kurz nochmal Tapete schnell. So, da hatten wir ja die hier gesagt. Zack. Dann ist das hier auch ein schöner geschlossener Raum. So, dann lass mich mal kurz gucken. Ich will nicht, dass die rausguckt. Okay, passt. Ah, wir sind aber ganz schön schief. Wir schon hier auf die Fuge, mit der Fuge hier arbeiten. Ah, jetzt guckt's raus, wa? Nee, haben wir super. Haben wir hier auch genug Platz hinten? Ja, aber wenn Regal da ist, dann wird's schwierig, obwohl die Regale sind ja eigentlich da weiter unten. Wir können sie immer noch versetzen, so ist es nicht. Aber dass die Richtung erstmal stimmt. Ah, dann muss ich erstmal hier unten wieder gucken. Okay. Und dann könnten wir eigentlich jetzt noch die andere übersetzen. Zack, und dann kommen wir da auch noch dazwischen. Das wird gut aussehen, sage ich euch. Super. So, hier kommen wir auch noch hinter. Sehr schön. Kann ja einer den Barkeeper spielen. Flaschen sind alles am Start. So, wenn nicht, holen wir sie halt noch ein Stück weiter nach vorne. Ist ja kein Problem. Jetzt können wir erstmal hier die Barhocker noch hinmachen. Aber ich bin jetzt am Überlegen. Ah, ich habe kein Leder mehr. Das ist jetzt gerade die Scheiße. Lass mich mal kurz überlegen. Weil wir hätten nämlich eigentlich auch die hier hinmachen können. Aber 7 Stück habe ich ja noch. Wieso habe ich denn die noch? Habe ich die schon gesetzt? Eigentlich nicht. Tatsache. Keine Ahnung warum. So. Und so. So, hier haben wir 4 Barhocker. Dann müssen wir mal gucken. Dann haben wir natürlich hier noch die Tische. Guck mal hier die. Ach so, der hat mir die Fundamente jetzt schon so hier. Ah, okay. So, den Tisch. Da haben wir ja noch einen am Start. Jetzt bin ich am Überlegen. Ja, direkt am Eingang ist Kacke. Hier werden wir noch so einen Musikautomaten, eine Jukebox oder so hinmachen.
Dann würde ich ganz gerne hier noch zwei Tische hinklatschen. Gucke ich mal kurz, wie viele schicke Barhocker, Barsessel. Eigentlich nimmt sich das nicht viel. Ich hau mal hier so einen hin. Zack, den Tisch kurz hingerotzt. So. Mal kurz gucken. Kann man sich hier hinsetzen noch? Ja, kann man. Sehr schön. An den würde ich trotzdem noch ein bisschen ranholen, den Stuhl. Ist jetzt erstmal nur fürs Auge. So, gucke ich mal, ob wir hier noch einen zweiten Tisch hinkriegen. Müsste eigentlich hinhauen, oder? Ohne dass sich das beißt. Wenn nicht, wir müssen ja nicht so einen Tisch machen. Wir können ja auch einen normalen Tisch machen. Aber ich gucke erstmal ganz kurz, ob das eventuell nach was aussieht. Also direkt nebeneinander ist auch Kacke. Hier ist es direkt im Eingang, das ist auch scheiße. Wir haben sowieso kein Leder, können wir eh nicht machen. Ja, moin. So. Mal kurz gucken. Was haben wir hier? Schicker Barhocker mit Lehne. Ja, gucken mal kurz. Mal schick gedreht. Ich muss hier stehen. Sonst wird das nicht. So, einen haben wir noch. Oh, erstmal hier hin. Na, setzt er mir den? Hat er. Gut, jetzt fehlt uns sowieso Leder, aber so im Großen und Ganzen dann hier noch einen hin. Ich denke mal, das kommt schon hin. Hier schöne Tanzfläche. Ja, Musikanlage und sowas. Ich denke mal, ein Tisch reicht völlig aus. Die sitzen sowieso alle an der Bar. Dann kommt ja hier noch ein Barhocker hin. Die tun wir hier ein bisschen noch zurechtrücken. Müssen wir da mal gucken, ob man auch tatsächlich da noch Platz nehmen kann. Ja. Weil hier kommt nämlich der eine schon wieder gar nicht hin. So, weil der hätte nämlich sonst Probleme, sich hinzusetzen. Das passt. Das passt, Leute. Teppich wäre natürlich nur, obwohl in der Kneipe brauchst du nicht. Die kippen sowieso den ganzen Schnaps aus. Da brauchst du jetzt keinen Teppich hier hinsetzen. So, dann hatten wir da noch so einen Spiegel. Ich gucke mal ganz kurz bei neu. Wo war denn der? Was ist das da? Ich glaube, wir können da nämlich hinschreiben, was da los ist. Ich weiß jetzt aber nicht, wo ich das hinmachen soll. Ich hätte es jetzt mal einfach mal grob hier hingeschmissen. Solange wir noch nicht diese Musikbox haben. So ein Werbeschild. Sehr schön. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was wir hier eventuell noch irgendwie Regale oder sowas am Start haben. Gucken wir kurz Lichter und sowas. Ja, sehr schön. Das machen wir auch noch alles. Geräte, was haben wir hier Schönes? Ja, da fehlen mir die Baupläne für. Da müssen wir auf jeden Fall noch ordentlich auf Suche gehen nach den Baupläne. So, hier werden auch noch normale Stühle, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja hier schöne Kneipe haben. So, ich möchte ganz gerne ein Regal. Was war das hier gerade? Mülleimer, okay. Zeitungsständer, okay, den brauchen wir jetzt hier nicht. Dann haben wir hier Schaukasten. Wackelpuppenständer, den brauche ich, den möchte ich auf jeden Fall noch meine Wackelpuppen dann ausstellen. So, Zeitschriftenregal brauchen wir nicht. Bodendekor, was haben wir hier? Fehlen uns auch die Baupläne. Ein Fußabtreter brauchen wir nicht. Hier ist die schicke Bar wieder am Start. Ja, uns fehlen massig Baupläne. Seht ihr das? Also so weit kommen wir echt noch nicht. Also Deko haben wir fast gar keine. Besser gesagt gar keine. Du kannst hier keine Pflanzen hinstecken, nicht. Gut, wir können uns noch was kaufen, weil ich habe da nämlich was entdeckt, was ich ganz gerne kaufen möchte, noch im Store an Dekoration. Hier wäre jetzt zum Beispiel so ein Regal. Warum kann ich das jetzt nicht? Kann ist ach so, das ist zum Stehen, wa? Ah, ist kein Hängeregal. Das wäre das dann hier, ne? Und da fehlt mir der Bauplan. Scheibenkleister. Das ist das hier. Und da wissen wir auf jeden Fall schon mal, wir müssen die Bar ein bisschen weiter wegholen.
weil sonst können wir dahinter da nicht mehr laufen. Und da kommen dann die ganzen Flaschen rein. Obwohl, warte mal. Ja, müssen wir noch mal gucken. Wenn nicht, machen wir es so. Die pullen dann dahinter, also da ins Regal und dann oben drüber noch Bilder. Aber wie ihr seht, uns fehlt der Bauplan. Müssen wir mal gucken. Vielleicht habt ihr sogar eine Idee, wo man den auf die Schnelle herkriegt. Ja, also können wir jetzt aktuell gerade nicht da weitermachen. Uns fehlen die Baupläne. Ich guck mal kurz, was wir hier haben. Bilder. Was ist das hier? Ski? Nein, brauchen wir nicht. Ski brauchen wir nicht. Was sollen wir denn damit? Eine Uhr wäre natürlich noch interessant. Ist jetzt nicht die schönste Uhr. Aber wir hätten auf jeden Fall erstmal eine. Obwohl, brauchen wir? Nee, die gefällt mir nicht. Das ist das hier ein Windspiel? Nee. So ein Kneipenschild, das würde ich jetzt extrem fühlen noch. Das wäre es natürlich jetzt, aber das werden wir jetzt nicht haben. Ich überlege, ob ich noch diese kleinen Pflanzen da hole und hier noch ein bisschen Deko hinstelle. Und auf die Tische, oder auf den Tisch, besser gesagt. Ja, wir brauchen definitiv Baupläne. Ihr seht es, wir haben nichts. Das ist natürlich jetzt absolute Schiete. Können hier aktuell echt nichts reinstellen. Eiskühler wäre natürlich auch für die Kneipe geil, aber so viel Platz haben wir auch nicht. Müssen wir mal gucken. Wir können hier auf jeden Fall. Schöne Klimaanlage. Wir können hier auf jeden Fall ordentlich was zaubern, so ist es nicht. Aber die Sache mit den Bauplänen. Lichter ist eigentlich kein Problem, da können wir welche noch machen. Nur die Auswahl ist jetzt nicht so. Guck mal kurz. Ja, die sieht scheiße aus. Das ist Schmutz. Ich denke mal, das wird drauf hinauslaufen, dass wir hier die stinknormalen erstmal nehmen, die dann da runterhängen. Gucken wir mal noch, ganz in Ruhe. Ja, Stromanschlüsse und so weiter. Ich weiß nicht, ob mit diesem Generator, den mir der Marvo geschenkt hat, ob ich da jetzt noch Stromanschlüsse brauche oder ob er das alles hier automatisch anschließt. Müssen wir uns auch nochmal in Ruhe reinfuchsen. Aber aktuell können wir jetzt hier leider nichts mehr machen. Das ist echt absolute Katastrophe. So, ich würde aber ganz gerne noch mal kurz gucken nach der Deko. Dass ich wenigstens da die Blümchen noch mitnehme. So, lade, lade, lade. Zack, Pakete. So, wo waren das? Oder warte mal, das war bei Camp, oder? So, ganz kurz mit Dekoration. Hier ist es. Ja, Teppich wäre jetzt hier noch eine Idee, aber komm, Kneipe brauchst du nicht. Hier, die meine ich. Für 160 Klamotten nehmen wir mit. So, gucken wir mal ganz kurz. Achso, bevor ich jetzt hier wieder rausgehe, möchte ich mal ganz kurz gucken, ob wir noch genug Para haben für die. Für die Dusche. 1000, ja, komm. Machen wir dann in den nächsten Folgen, dann kümmern wir uns um die Dusche. Weil da müssen wir uns auch noch Fliesen kaufen, wenn ich mich nicht geirrt habe. Oder sind die hier mit bei? Habe ich die Dusche jetzt schon gekauft oder habe ich nur die. Ich habe nur die Fliesen gekauft. Ich hoffe, dass sich jetzt der Preis aber auch anpasst. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, was das Paket vorher gekostet hat. Der Preis ist jetzt sehr merkwürdig. Ich glaube, der hat es ab. Ah, doch. Anpassung von Gegenständen im Inventar. Okay, hat er angepasst. Sehr schön. Ja, die Dusche werden wir definitiv holen, aber wir brauchen noch. Lass mich mal ganz kurz gucken bei Pakete. Nee, Camp. Und dann. Ich glaube, bei Tapeten war das gewesen. Nee. Wo waren denn diese geilen Fliesen fürs Badezimmer? Wo waren die hin? Die waren nämlich der Hammer, die möchte ich haben. Wenn nicht, müssen wir da mal in der nächsten Folge in Ruhe gucken. Auf jeden Fall diese schwarzen und diese weißen Fliesen fürs Badezimmer. Der absolute Hammer. War das bei Pakete drin gewesen? So, kurz gucken, war das hier bei dem Joe-Ding hier? Nee. Wo war denn das da? Bei Camp war das nicht drin gewesen.
doch, oder? Ne, die Flussfliesen, die brauchen wir nicht. Das ist ja schon wieder Schmutz. Ne, weiß ich jetzt auf die Schnelle, weiß ich das leider nicht. Ich guck mal kurz nochmal. Bei Highlights? War das bei Highlights drin gewesen? Ich glaube nicht. Oder bei die größten Hits? Weiß ich nicht, müssen wir nochmal in Ruhe gucken. Oh, hier der Skin von der Knarre, der ist geil. Ah, wie lange habe ich noch Zeit? 5 Tage, muss ich mir überlegen. Finde ich schon geil, das Teil. So, dann gucken wir mal ganz kurz, dass wir die kleinen Pflänzchen da nochmal schnell setzen, die Dekoration. So, ist wieder tags. Jetzt sind wir auch schon fast fertig. Jetzt brauchen wir das Licht auch nicht. So. Ja, ich denke mal, das passt schon mit der Tür hier. Machen wir noch Deko ran. Ja, das sieht gut aus. Wenn hier noch mit Deko und sowas, das passt. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Ich möchte gerne bei neu. Wo habe ich die Pflänzchen? Wo sind die Pflänzchen? Tja. Müssten wir eigentlich bei neu sein, oder? Hm. Ist das Wanddekor? Nee. Das sieht auch scheiße aus. Warte, bei Sonstiges? Wo sind denn jetzt die Pflanzen hier hin? Verdammt nochmal. Regale, Boden. Ach, hier. Warte mal, hier sind Pflanzen, glaube ich. Aber ich habe die doch gekauft. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Geht es hier schon wieder mit den Fundamenten los. Das ist jetzt hier merkwürdig, dass die hier nicht mit drin sind. Wo habe ich die denn jetzt hin? Das ist jetzt ein absolutes Rätsel. Auch mal unser Bauplatz ist auch schon gut voll. Also viel können wir nicht mehr machen. Da müssen wir ruhig ein bisschen sparsamer sein. Ja. Eigentlich müsste das alles hier sein. Wo war denn die Dekoration? Sonstiges. Ich gehe mal kurz bei Sonstiges gucken, aber hier ist auch nichts. Banddekor kann es eigentlich nicht sein. Also entweder bin ich jetzt völlig blind, ich habe schon tausendmal überblättert. Weil rein theoretisch muss das... Ach, guck mal hier. So winzig klein. Bei Bodendekor. Und es passt jetzt auch nicht oben rauf, wa? Ah, wir sind auf dem Tisch. Was haben wir noch für welche? Hauen wir mal den hier rauf, oder? Plastik. Sehr geil. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen tricksen, dass das auch funktioniert. So, dann nehmen wir jetzt mal den hier. So, hier noch die hier hin. Sehr schön. Nur so ein bisschen hier, dass man da was hat erstmal. Ja, wunderschön. Aktuell können wir jetzt hier erstmal gerade nichts machen. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir da an die Baupläne kommen, dass wir hier ein bisschen was weiterfummeln können. Ein bisschen Dekoration ist mir auf jeden Fall ganz lieb. Ich weiß nicht, also das gefällt mir hier gar nicht. Ich denke mal,
Das werde ich. Ja, komm, das werde ich verwerten. Das ist mir nicht, das gefällt mir nicht. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir hier Baupläne rankriegen, dass wir hier Dekoration noch hinkriegen. Lichter werden wir hier noch machen. Regal, ganz wichtig. Und dann, dass wir dann hier die Flaschen platzieren können. Sehr, sehr schön. Ich denke mal, das kann auf jeden Fall gut werden. Dann noch hier schnell so ein Schild draußen dran, dass hier auch alle Bescheid wissen. Mal kurz gucken, dass wir hier eine Tür noch reinmachen, dass hier auch erstmal noch keiner rinkommt. Erst wenn es fertig ist. Türen. Eine stinknormale reicht völlig aus. Zack. Und dann haben wir erstmal die Pinte hier. Wunderschön. Würde ich sagen, ich weiß nicht, Shop habe ich jetzt nicht geguckt, ob wir da auch schon ein paar Sachen haben oder auch erstmal Baupläne brauchen. Werkstatt, denke ich mal, brauchen wir auch erstmal Baupläne. Da werden wir auch demnächst die Bagger-Quest angehen, dass wir da den Ständer für die Power-Rüstung kriegen. Ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge, werden wir uns, also in der nächsten Baufolge, werden wir uns dann erstmal dem Badezimmer widmen. Dass wir da erstmal die Dusche und sowas unterbringen. So, mal gucken, da brauchen wir auf jeden Fall anderen Boden wieder, ganz klare Sache. Die Fliesen möchte ich ganz gerne haben. Dann Dusche, Toilette und Waschbecken. Hier werden wir alles tapezieren, wenn. Ah, hier war ja das Problem, das habe ich nicht zugekriegt. Da müssen wir mal gucken, wie wir das noch handeln. Das war schwierig gewesen. Da weiß ich nicht, wie das. Irgendwie wollte er mir hier nicht das Ding setzen. Müssen wir dann nochmal gucken. Vielleicht schaffen wir das dann mit dem Türrahmen-Trick. Muss ich mal gucken. Das werden wir uns dann in Ruhe anschauen. Ja, und dann nach und nach würde ich sagen, legen wir da mal los. Und tun wir hier die Butze dann startklar machen. Ich guck mal kurz vom Baubudget, wie viel wir noch zur Verfügung haben. Ja, wir haben fast die Hälfte schon und wir haben noch nichts gerissen. Also vielleicht ist die Bude auch ein bisschen zu groß. Was sagt ihr? Bin mir da nicht sicher. Könnte eventuell eng werden. Weil ich will nämlich ganz gerne wenigstens noch den Shop und die Werkstatt machen. Und wenigstens, dass wir oben grob haben. Also ich weiß nicht, das wird ja schön eng, möchte ich meinen. Das wird definitiv eng. Wenn nicht, müssen wir gucken, dass wir die Bude ein bisschen verkleinern. Bin auf jeden Fall gespannt. So, ihr Lieben, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr am Start gewesen seid. Ich gehe nochmal kurz rein in die Butze hier. Und wenn es dann soweit ist, dann werden wir auf jeden Fall dann mal hier gemütlich mal einen trinken. Werden wir mal gucken, ob welche vorbeikommen und dann mit uns dann mal einen picheln wollen. Ja, was soll ich euch erzählen? Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr am Start gewesen seid. Und hoffe natürlich, dass ihr in der nächsten Folge wieder am Start seid. Gerne ein kostenloses Abo dalassen, kostet euch keinen Cent und hilft mir enorm weiter. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung und wie ihr das Ganze findet. Und lasst uns gerne diskutieren in den Kommentaren. Ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Stefan. Ciao, ciao.